Ja, Leute, es ist wieder soweit und zwar Tinboxen-Time und ich habe nicht nur eine Tinbox hier, nein, ich habe hier zwei Tinboxen. Das heißt, zweimal die neue Tinbox. Vielen Dank nochmal an Konami, dass ich das Ganze hier natürlich öffnen darf. Und zunächst einmal gucken wir uns erstmal an, wie die Tin aussieht, denn sie sieht so aus an den Seiten, halt so, so. Und so, das ist ja erstmal nichts Besonderes, aber was Besonderes ist, und zwar, wenn wir die Tinbox vom letzten Jahr dazu nehmen, sehen wir natürlich, dass das hier zusammenpasst und natürlich ein Muster gibt, ist natürlich die heilige Steintafel und theoretisch kommt hier oben noch eine drüber, aber halt jetzt nicht in diesem Jahr. Diesen Jahr geht es nämlich um diese zwei und ich würde sagen, wir machen die einfach mal auf. Zum Stand dieses Videos, wo ich das Ganze aufnehme, sind für mich bisher nur 4 Karten bekannt. Das heißt, es ist eine riesen Überraschungsbox. Und wir fangen einfach mal an. So, so sieht das Ganze aus. Okay, 1, 2, 3. 3 Booster, okay. Der klassische Check. Erstmal gucken, ob hier noch was ist. Okay, da ist nichts, schade. Hätte er sein können. Okay, also 3 Booster haben wir. So, ja, doch. Sieht ganz schick aus, auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal hier rein und wir haben ja halt jetzt diese 3 Booster und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem ersten. Upsala. Wie gesagt, ich kenne nur 4 Karten, darunter Zeus und ja, es ist eine reine Überraschung. Also ich finde es crazy, ein Pack zu öffnen, wo man selber nicht weiß, was drin ist so richtig. Okay, wir fangen hier an mit. Wir fangen an mit Goki. Okay, Goki Eisenklaue. Gaia. Okay, Gaia haben ja auch Reprints drin. Interessant. Großsalamander? Okay, sind ja wahrscheinlich dann hier jetzt die letzten Großsalamander-Reprints. Ed Ignis, da hat hier ein Reprint. Das ist cool, also Ed Ignis da. Cooles Deckthema auf jeden Fall, hat hier ein Reprint drin. Und wie immer wird... Tiefsee bekommt hier auch ihren Reprint. Das ist interessant, gerade für Meh. Nochmal Gaia. Wir haben Tritron-Reprint drin. Das ist interessant. Okay. Ist okay, cool. Okay, und? Fallstellerin. Sehr schön. Natürlich hier drin. Was ist das denn? Hä? Die kenne ich gar nicht. Was ist denn hier los? Während des Spielzugs deines Gegners, wenn eine beliebige Spieler Kampfschaden erhält, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Dann führe einen dieser Effekte aus. Du hast Lebenspunkte Höhe des Kampfschadens, füge deinem Gegner Höhe des Kampfschadens zu. Okay, krass. Kannte ich gar nicht. Okay, weiter geht's. Add Eye Contact. Sehr cool. Also hier. Strickschaf in Secret. Alter, ey, sieht so geil aus. Ihr seht es kaum, oder? Komm. Hier, dichter dran. Viel dichter dran. Da. Jetzt sieht man's. Oh mein Gott. Strickschaf. Das ist mega schön. Das ist mega schön. Alter, Strickschaf, mega geil. Unionfahrer, auch hier als Reprint drin. Nett. Dann der Blizzard auch noch. Melfi. Erwachen? Echt? Die sind ja. Er ist auch hier drin? Dogmatica Reprint? Darauf haben wir doch alle gewartet. Und Anschum in eine finstere Welt. Alter, okay. Puh. Erstes Pack und ich. Tritron Reprint. Ist super, super geil. 2 Ultra. Ey, Leute. Das erste Pack. Und ich freue mich einfach nur. Okay, weiter geht's. Wir haben natürlich das zweite Pack auf. Boah, Strickschaf ist mega schön. Gerade halt für Deckthemen. Wie Schadoll oder auch Kuscheltier auch. Sehr, sehr cool. Kuriersprecher. Natürlich hier auch allgemein diverse Reprints drin, ne? Oh, Tiefsee. Ja, okay. Die Tiefseekarten haben ja definitiv wohl alle einen Reprint drin. Ist sehr cool. Also finde ich sehr, sehr gut. Dann Princess. Ja, klar. Also aus irgendeinem Grund will er das immer scharf stellen. Nehmen wir das einfach mal raus. Haben wir den Wind. Resonator hier ebenfalls als Reprint. Und, da kommt die erste. Flammende Waffe. Ja, natürlich auch jetzt Reprint. Phantom Knight als Super Rare hier. Geil. Und, dunkles Durchdringen. Leute, das ist eine der 4 Karten, die ich kenne. Also, dass ich weiß, dass sie hier drin sind. Ja, ist indirekt natürlich für dunkle Magier. Funktioniert aber theoretisch auch für bläuige, weiße Drachen oder ähnliches. Und ja, nette Support-Card auf jeden Fall. Der Gnies da, ein Ultra Rare. Wie schön. Das ist mega schön. Und die Secret Rare. Dogmatica. Leute, ey, dieser Secret Rare-Effekt, er ist so... Warte, wo sieht man es in Kamera?
Alter, jetzt seht ihr es. Oh ja, ist der schön. Also, der Secret Rare Effekt ist wirklich schön. Kann man nichts machen. Warte mal, ist das... Ah ne, das ist edle Waffen. Ich dachte gerade, das wäre Rock War, aber das ist ja... Das kam ja gerade das raus. Und nochmal, ja, und Melfi hier, auf jeden Fall Reprint. Sehr, sehr cool. Oh mein Gott, Leute. Alter, Strickschaft, bisher mein Highlight. Bisher mein Highlight. Definitiv. Dann Eischatten. Tiefsee, wie gesagt, Tiefsee wird hier jetzt wahrscheinlich einfach alles komplett gereprintet drin haben. Oh, Ed Ignister. Also ich freue mich über die Ignister-Karten einfach. Ja, Pegasus. Natürlich super Karte, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Super gut. Dann die Gaia. Resonator. Haben wir auch eben schon gesehen, dass hier Resonator ist. Oh, ein Super Rare. Das ist natürlich auch schön. Ja, ein Super Rare. Super schön, super schön. Donnerhand. Alles Super Rare. Okay. Oh, Fleur als Ultra Rare. Oh nein, ich habe fast die anderen Karten. Fleur als Ultra Rare. Das natürlich. Oh, das ist geil. Okay. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Oh, Tactical Talents! Tactical Talents! Als Ultra Rare! Als Ultra Rare! Es ist. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Tactic, ne? Oh, ich kann kaum noch reden. Tactic. Oder ist es nicht die Secret? Es ist nicht mal die Secret Rare. Okay, Leute. Tactical ist drin. Oh mein Gott, das ist so cool. Tactical ist drin. Ich hab's vorher gesehen. Ich wusste eigentlich, die müsste hier drin sein. Und sie ist hier drin. Und die Secret Rare. Oh! Der leuchtende Monddrache. Warte, kennt man den? Oder ist der neu? Du kannst diese Karte als Normalbeschwörung besetzen, ohne Tribut anzubieten. Die Grund-ATK werden zu 1,5. Während der Main-Phase, Schnelleffekt, du kannst ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert und dessen ATK kleiner. Doch. Den habe ich, glaube ich, schon mal gelesen, ja. Aber cool. Also, Artwork natürlich hier, ne? Und Leute, ja, man sieht's. Oh, ich liebe den Secret Rare-Effekt hier. Oh mein Gott, das ist so schön. Und dann weiter geht's. Oh, puh, ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig mit der Welt. Oh mein Gott, so. Ey, wie geil! Einfach hier, einfach alle Melfi-Karten hintereinander. Alter, Tacticals! Fleur! Schräg! Oh, okay, Leute, das war die erste Tin. Aber wir haben noch eine ganze zweite Tin. Und die machen wir jetzt natürlich auch auf. Da muss natürlich sein. So. Oh mein Gott, Alter, es ist so cool. So, hier haben wir die Tin. Natürlich. Oh, schau. Ist es genauso wie die andere Tin. Aber sicher gehen, ob nicht doch was versteckt ist. Ne, schade. Doch nicht. Naja, man weiß ja nie. So. Und weiter geht's hier. Drei weitere Booster. Und Tacticals, Fleur, Strickstab. Alter, Oh, ist das... Oh. Ja, das ist einfach nur toll. So, weiter geht's hier. Okay. Hexenwerk, auch cool. Ed Ignister, wie gesagt. Katze mit neuem Leben, auch hier drin als Reprint, okay. Wie gesagt, ne? Oh, Hexenwerker. Okay, die Hexenwerker sind hier wohl auch. Sind hier alle drin? Ich hab keinen. Das ist aber interessant. Die bekommen hier auch einen Reprint drin. Sind hier aus dem Structure Deck und sind hier als Reprint drin. Das ist ja mal. Das ist ja cool. Hey, wie cool ist das? Nice. Okay. Künstlerkumpel und... Oh! Das ist der Chaosherrscher. Oh, in Ultra Rare. So nice. Boah, geil. Und... Oh! Yo, Ariel in Ultra. Oh mein Gott. Das ist so hübsch. Ariel in Ultra. Oh mein Gott, wie cool ist das? Ey, da blüht mein Schadolle-Herz auf. Oh, Ariel in Ultra und Secret Rare. Oh, Dame des Jammerns. Oh mein Gott. Okay, kann man es sehen wieder? Oh, ich liebe diesen Secret Rare Effekt. Oh. Alter, wieder ein Highlight Pack. Alter Schwede. Wie geil ist das denn? Natürlich hier. Wieder Melfi. Oh, was? Hier ist ein Steinbefreier drin. Steinbefreier Reprints. Oh mein Gott. Oh mein, ich will Steinbefreier. Ich will. Oh, Entschuldigung, ich habe eine Karte überschlagen. Oh nein, Ariel! Oh mein Gott, ich habe Ariel nein! Oh Gott, ich weiß gar nicht. Oh Gott, wir wollen Steinbefreier. Ist hier Researcher drin? Das ist hier die große Frage. Ist hier Researcher drin oder nicht? Ich weiß es natürlich nicht. Goki? Hexenwerkerin? Goki? Oh ja, Flammender Ritter. Natürlich auch sehr, sehr geil.
Und. Porträt der Unterhölder. Nett. Und. Oh, Nerval! In Ultra Rare! Wie cool! Wie cool ist das denn? Okay, Leute, das ist. Das ist geil. Das ist. Oh mein Gott! Nicht so teuer. Oh, Wendy in Ultra Rare! Es ist ja. Okay, ich wiederhole mich. Ich wiederhole und wiederhole mich. Es ist. Oh mein Gott! Und. Oh! Gefängnis des Eisendrachen! Okay, das ist anders krass! Das ist anders krass! Oh mein Gott! Yo! Okay, komm hier. Alter! Gefängnis des Eisdrachen, nicht des Eisen, des Eisdrachen. Holy! Wie gut einfach! Oh, auch eine nette Karte, darf man nicht unterschätzen. Oh, und noch Melfi-Karten wieder. Die sind immer hinten irgendwie, ne? Die werden immer. Oh, Gefängnis! Warte. Oh ja, und da, Wendy. Oh mein Gott, wie cool! Oh Leute, das ist leider. Ich habe eine schlechte Nachricht. Es ist leider schon das letzte Pack. Oh, Mann. Ich will mehr. Laternenhai, auch gut. Kodiersprecher, die hatten wir ja auch schon. Tiefsee und Titan. Titan. Genau. Nett. Oh, Gizmek. Gizmek bekommt ja auch Reprint. Nice, nice. Definitiv. Und jetzt. Oh, die Ungeheuer. Hey, warte mal. Das ist ja voll cool. Super und Ultra Rare. Das ist nice. Also völlig überraschend. Also ich hätte nicht erwartet, dass wir drin sind. Genauso wenig, wie ich den Schadolz erwartet hätte. Aber das ist einfach nur nice. Es ist nice und... Oh, Mondsgeld in Ultra. Das ist doch geil. Ist natürlich ursprünglich eine Secret Rare gewesen. Ist es eigentlich klar, dass die Karten, die halt in einer Rarität rausgekommen sind, hier nicht in der gleichen Rarität drin sind. Deswegen natürlich hier die in Ultra Rare. Genauso wie Tactical Talents hier in Ultra Rare. Aber Eisdrachen natürlich in Secret Rare. Einfach weil halt... ja, die halt eben in Ultra draußen ist. Und jetzt, Leute, die letzte Secret Rare für heute. Oh, Maschinenwesen. Oh mein Gott. Alter, ich bin so überrascht, welche Karten hier drin sind. Oh, es sieht so geil aus. Ich bin so überrascht, was hier drin ist. Das ist ja unglaublich. Das sieht so, so schön aus. Oh mein Gott. Virtualwelt ist ja hier auch. Also, es ist unglaublich. Also, Okay, Leute. Das wird schwer jetzt hier gut zusammenzufassen. Ah, komm, weißt du was? So, also, wir schieben hier einfach alles zusammen. Ich bin überrascht. Ich bin... Oh, Tacticals. Ich bin einfach überrascht. Ja, wir fangen einfach mal an hier mit der Überraschung. Hier sind einfach, die Structure Deck Karten drin. Dann, packen wir mal ein bisschen schöner hier hin jetzt. Dann die Mondsgelder, sehr cool. Die zwei Secret Rays auch sehr cool. Dann, oh ja, also, komm. Eisdrache ist Hammer. Wendy? Warte, wo ist? Hä? Wo ist Wendy? Ne, Ariel. Ja, Ariel und Wendy, sehr, sehr nice. Nerval auch sehr nice. Chaosbecher nice. Fleur nice. The Seen Super Rare auch nice. Dogmatica und Secret Rare. Ad Addict Nista. Ey, das finde ich auch super geil. Die neue Karte für dunkle Magier, also eigentlich für normale Monster. Dann noch eine Secret Rare. Eye Contact. Und Strickschaf. Oh, Strickschaf auch so schön. Und dann, hier nochmal natürlich die krassesten Highlights. Na, ach, was sind für Highlights? Es ist alles ein Highlight. Das ist einfach geil. Einfach. So, ich zoome hier nochmal extra ein bisschen raus. Oh mein Gott. Leute, das war das Opening der TIN 2021. Oh mein Gott. Das ist, mir fehlen die Worte. Es ist mega nice. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich gerade und es hat euch gefallen und die Überraschungen haben euch gefallen. Holy sch... Oh, das ist einfach toll. Aber jetzt an euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.